Einige Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie wir Menschen aus Amerika und auch Europa, solche Länder wie zum Beispiel Costa Rica, andere Länder aus Mittelamerika, Südamerika, Afrika und auch zum Teil Asien sehen. Wir bezeichnen sie oftmals als dritte Welt. Und ja, meine zweite Reise hier nach Costa Rica hat es wieder bestätigt, dass es eigentlich mehr weniger der Fall ist oder überhaupt nicht der Fall. Und es hat sich einfach hier wieder bestätigt und ich möchte einfach mal meine Eindrücke wieder mit euch mitteilen, was, ja, was sozusagen ja, das wieder bestätigt hat, was ich schon von meiner letzten Reise mitgenommen habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und diesmal einfach wieder ja, so ein paar Eindrücke von mir, wie es halt so auf dem Alltag hier auf der Farm so ausschaut und wie die zwischenmenschlichen Beziehungen gepflegt werden und wie es, ja, wie die Menschen einfach hier miteinander umgehen. Und wie gesagt, ich kann diese Menschen hier nicht als dritte Welt bezeichnen, nur weil sie jetzt diesbezüglich keinen so weiteren technischen Fortschritt haben wie wir, also nicht die ganzen Smartphones, Fernseher, Kühlschränke, weiß ich noch, welche Dinge wir haben, Digitalisierung, Industrie 4.0 und das Ganze drumherum. Und wie gesagt, die haben zwar nicht diese technischen, ja, sind nicht so technisch voraus wie wir von der Technologie, aber von der Mentalität sind sie uns sehr weit voraus. Also da sind wir sozusagen mehr oder weniger dritte Welt, weil ich habe vor 2 Tagen habe ich hier einfach auf der Farm mache ich halt regelmäßig meinen Tai Chi 2 bis 3 Stunden und das auch noch mal in meinem Tai Chi Anzug und da sind auch momentan sind hier Kaffeearbeiter mit, also Einheimische sozusagen mit auf der Farm, die hier tätig sind, die ernten einfach den Kaffee, weil jetzt hier die Saison ist und die sind dann auf mich zugekommen, weil sie mich beim Tai Chi ja, üben gesehen haben, haben dann einfach gefragt, was ich da mache, ob ich da Karate mache und alles mögliche und was genau der Kern von Tai Chi und alles ist. Also die haben da wirklich viel Interesse gezeigt und das hat mich einfach wieder so, ja, diese Mentalität von den Tikus, von den Einheimischen hier oder allgemein von den Menschen aus solchen Ländern bestätigt, dass sie halt sehr neugierig sind. Wenn sie Interesse haben, dann fragen sie nach, zeigen auch eine gewisse Begeisterung auch. Also das habe ich dann auch wirklich gesehen, dass sie sich da auch wirklich gefreut haben. Haben dann immer sowas wie Bien oder Pura Vida gesagt. Also haben sich da wirklich sehr gefreut darüber. Und das fand ich auch wirklich schön, dass sie da auch sehr viel Interesse gezeigt haben und auch äußerliche Faktoren aus dem Spiel gelassen haben. Also jetzt, denen war es ziemlich egal, ob ich jetzt aus Europa komme, so bisschen ungewöhnlich ausschaue für die meisten Europäer auch und auch ja, allgemeines Äußerliche und das war dann eigentlich mehr oder weniger egal, die wollten einfach nur, ja, hatten einfach nur Interesse, was ich da mache, wollten da ein bisschen was dazulernen und das finde ich halt auch sehr interessant so zu sehen bei den Menschen, wenn die wirklich Interesse haben, was Neues zu lernen, dann sind sie auch wirklich begeistert dabei, strahlen eine richtige Freude von innen raus und sind dann wirklich auch sehr dankbar, wenn sie etwas Neues lernen und das muss ich auch wirklich, das muss ich denen auch wirklich zugute halten und finde ich auch sehr harmonisch und auch die momentanen Freiwilligen, zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Zimmergenossen, der kommt aus Spanien, der hat so ziemlich auch dieselbe Mentalität, weil er auch aus Andalusien kommt, also Sevilla, Andalusien in der Richtung, also ziemlich weit im Süden von Sevilla und der hat auch ein recht schlichtes Leben, also verdient auch, hat er mir erzählt, ungefähr 1000 Euro brutto, wo er sich zum Beispiel in Deutschland kaum ein Leben leisten könnte, wie sich halt die meisten Deutschen vorstellen, als Elektriker und Informatiker ist er. Und ja, da haben wir auch sehr viel darüber geredet und hat auch dieselbe Einstellung, mehr gelassen, mehr Menschlichkeit. Also zum Beispiel, ja, unterhalten wir uns sehr viel. Mein Spanisch lasse ich mich von ihm verbessern. Also ich rede mit ihm Spanisch und ich lasse ihm sozusagen mein Englisch sozusagen mit verbessern. Also ich helfe ihm dabei, sein Englisch zu fördern und so haben wir einfach ein Geben und Nehmen.
erzählen uns sehr viel und da spielen auch wirklich die Äußerlichkeiten mehr oder weniger keine Rolle, auch wenn ja, wir uns sehr vom Äußerlichen sehr identisch sind, also auch so im schicken Bart. Also er hat noch einen etwas längeren, geschmeidigeren Bart und ja, wir helfen uns einfach, unterstützen uns, haben Spaß, haben Freude und er ist auch schon viel in Mittelamerika und Südamerika rumgekommen und teilt auch dieselbe Mentalität wie ich und die auch der Menschen und bei ihm geht es halt auch einfach mehr um die Einfachheit, die Beharrlichkeit und die Menschlichkeit und das habe ich dann auch wieder zum, ja, die dritte Bestätigung, die ich sozusagen von den Menschen hier bekommen habe, ist der Gärtner hier, der seit 30 Jahren hier tätig ist. Der hat dann auch von einem anderen Freiwilligen erfahren, dass ich eine Permakultur in Deutschland habe und mein Obst und Gemüse selbst anbaue. Er hat mir so ein paar Bilder gezeigt und das hat er auch wirklich wunderbar gefunden. Also echt sagenhaft, was ich da mit meinem Vater auch zusammen mit aufbaue. Und da hat er auch gesagt, also das ist echt, echt klasse und ja, sehr bemerkenswert. Und das ist auch wieder so die Mentalität, die man auch wieder anderen Menschen gegenüber ja, sozusagen zeigt. Man zeigt einfach Interesse an einem anderen Menschen, möchte ihn kennenlernen, möchte von ihm erfahren und zeigt auch wirklich so eine, wirklich eine Begeisterung von innen heraus. Und das ist auch wirklich, wirklich, ich finde das fabelhaft einfach. Ich finde das wirklich fabelhaft, dass die Menschen so auf einen zugehen. Wenn man etwas Außergewöhnliches macht, dann zeigen sie wirklich eine Begeisterung und wollen es dann eventuell auch noch die Anfänge mit, ja, mitlernen, mit erfahren, mit teilhaben an der Freude. Und das ist wirklich einsame Spitze, wie ich finde. Diese Einfachheit, die Menschlichkeit und auch die Beharrlichkeit und allgemein die Mentalität von den Menschen erinnert mich auch sehr viel an der Natur. Dort wächst ja zum Beispiel auch eine Pflanze, egal wie du ausschaust, wer du bist, aus welchem Land kommst, gibst du der Pflanze Aufmerksamkeit, Liebe und Freude, dann gedeiht sie und schenkt dir auch dann irgendwann wunderbare Früchte, die du dann zu dir nimmst, deinem Körper etwas Gutes tust und damit den Samen wiederholt sich dann wieder der Zyklus, sozusagen ein Geben und Nehmen. Und das muss man auch hier einfach sagen, die Menschen haben hier ein einfaches Leben, haben auch noch eine viel größere Verbindung zur Natur, wie ich finde. Und das haben sie sich auch sehr gut bewahrt. Man muss aber auch natürlich auch die Nachteile sehen, diese Euphorie und ja, etwas machen, etwas lernen wollen, kann natürlich sich auch ins Negative umschlagen, wenn man halt jetzt Menschen hat, die für ihre eigenen Zwecke oder ihre egoistischen Zwecke die Menschen ausnutzen wollen, ihnen etwas Falsches beibringen. Da kann man natürlich auch ja, das Gegenteil der Gegenteilige damit verursachen. Also man muss halt immer ist sozusagen die Dualität, es gibt immer die Gegensätze, die sich sozusagen immer mit anziehen. Ist einfach so in unserer Welt, Yin und Yang, Gegensätze gehören zueinander und ja, natürlich auch hier in den Ländern, wenn man sich jetzt in die Großstädte umschaut, San Jose oder ich war auch mal in England, London, München, ist eigentlich so ziemlich überall dasselbe, also große Städte, große Metropole, da ist die Mentalität der Menschen immer gleich, Geld verdienen, immer mehr, weiter, höher, schneller, das ist überall der Fall und das ist auch hier in solchen Ländern wie in Costa Rica auch der Fall. Aber ganz allgemein muss ich sagen, wenn man zum Beispiel in anderen Ländern, wie auch zum Beispiel in Russland, Ungarn, Costa Rica, Mexiko, wenn man da aufs Land geht, mit der Natur, mit der Harmonie, mit der Natur miteinander arbeitet, kooperiert, dann erkennt man auch wirklich das wahre Wesen der Menschen. Ja, lernt auch ihre Hintergründe, ihre Beweggründe kennen und das finde ich einfach wunderbar. Und das ist einfach so die Message, die ich euch einfach mitteilen möchte. Wenn man in andere Länder geht, geht in Dörfer, lernt die Menschen dort kennen, lernt ihre Mentalität kennen und ja, seid einfach offen, strahlt von innen heraus, zeigt Liebe und Freude, weil das spiegelt sich dann auch wieder im Außen wieder. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einfach wunderbare und entspannte Tage. Und natürlich würde ich mich auch gerne über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar könnt ihr auch hinterlassen, welche Erfahrungen ihr zum Beispiel gemacht habt, als ihr anderen oder neue Menschen begegnet habt, zu Hause, in der Heimat oder auch in anderen Ländern.
Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr kein Video, ja, wenn ich wieder mal etwas für euch hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.